So, herzlich willkommen zurück zu Vampire Folge 12 tatsächlich schon. Also auch die letzte Folge für diese Woche. Wir haben jetzt mittlerweile eigentlich alles, was man braucht, um einfache Spiele zu erstellen. Ich will aber trotzdem noch mal ganz kurz auf eine Sache eingehen. Und zwar ist das hier zwar möglich, aber es ist halt grafisch schöner, wenn auch das vorhanden ist, wenn man es nicht anklicken kann. Was? Genau das. Und zwar machen wir das Ganze zweimal. Einmal haben wir das, wenn wir genug Fitness haben. Und einmal, wenn wir nicht genug Fitness haben. Ne? Also wenn es größer ist als 0, dann können wir ganz normal arbeiten gehen. Aber wenn es kleiner ist als 0, dann passiert nichts. Da springen wir einfach wieder zurück. Wie hieß das? Menü 1. So. Das heißt, wir gehen einfach wieder ins Menü und wir haben ja hier oben etwas Neues kennengelernt. Das hier. Das geht tatsächlich überall. Man kann das auch an Texten anfügen. Also hier zum Beispiel. Da kann man zum Beispiel sagen, okay, du bist gerade am Stern, tu was dagegen. Machen wir mal mit Rot. Und das hier. Und jetzt kann man nämlich sagen, okay, wir machen das jetzt hier, ne, wenn man arbeiten gehen kann, wenn man fit genug ist, wird das ganz normal angezeigt. Aber wenn man nicht fit genug ist, dann wird das hier in einer anderen Farbe dargestellt. Und zwar zum Beispiel einfach mal, machen wir Zyan. Zyan passt immer gut. So, und jetzt haben wir nämlich ein wunderschönes grafisches Menü. Jetzt haben wir wunderschöne grafische Spielereien. Start. Name. Oh, jetzt habe ich noch. Hier oben sind unsere Werte. Wir bleiben daheim. Wir bleiben daheim. Jetzt haben wir noch 5. Wir bleiben daheim. Bup. Und jetzt haben wir es nämlich in Rot. Du bist gerade am Sterben. Tu was dagegen. Weil wir nämlich diesen Farbwert davor haben. Wir können es jetzt natürlich noch schöner machen. Wir könnten jetzt noch sagen, okay, bitte einmal schräg schreiben. Macht dann Reload? Nein, macht er nicht. Dann manuell reloaden. Und jetzt haben wir es auch noch schräg geschrieben. Du bist gerade am Sterben, tu was dagegen. Ne? Jetzt haben wir es quasi rot und schräg geschrieben. So, und jetzt, tada, ist das nämlich andersfarbig. Jetzt kann man es anklicken und es passiert einfach nichts mehr. Hier oben ändert sich nichts mehr. Aber man sieht, man könnte es quasi tun, aber das Spiel lässt es nicht mehr zu. Genau dafür ist das quasi gedacht, dass man das halt verschiedenfarbig hervorheben kann. Man kann natürlich auch noch ganz andere Sachen damit machen. Man kann zum Beispiel sagen, okay, alles was gut für die Fitness ist, ist grün. Alles was gut fürs Geldverdienen ist, ist gelb. Alles was gut ist, um Zeit zu vertreiben, ist blau. Und dass man das quasi damit farbig hervorhebt oder ähnliches. Ne? Das kann man auch damit machen. Aber normalerweise macht man es halt dafür, dass man halt normale Sachen halt zum Beispiel weiß darstellt und Sachen, die man nicht machen kann, machen wir mal nicht Cyan, sondern machen wir zum Beispiel mal ein bisschen ausgegraut. Das wäre dann 80, 80, 80. Wie gesagt, alles nachzulesen auf Google, diese ganzen Farbwerte. So, jetzt haben wir es hier ausgegraut. Ne? Easy. So. Genau, das wie gesagt noch ein kleiner Nachtrag dazu. In der nächsten Woche werden wir mal ein bisschen, mit dem Tutorial an sich sind wir jetzt soweit durch. Wenn jemand Fragen hat, gerne in die Kommentare schreiben. Wenn auch noch ein bisschen, ne, wenn irgendjemand doch speziell was wissen möchte, kann ich darüber auch noch weitere Folgen machen. Ansonsten werden wir uns dann jetzt in dem Tutorial wahrscheinlich erstmal nur noch darauf konzentrieren, tatsächlich ein Spiel zu erstellen. Aber in den nächsten Wochen werde ich tatsächlich auch erstmal Spiele spielen. Also Light Novels. Ich habe mir doch schon ein paar rausgesucht. Tada! Und zwar ein paar Spiele, die auch in Deutsch sind. Das heißt, das Spiel an sich ist natürlich Englisch, aber es gibt es dafür halt auch, ne? Man kann halt am Anfang auch sagen, nein, ich möchte bitte im Deutsch spielen. So, das heißt, wir werden das Spiel spielen. Ich habe selber noch nicht eingespielt. Ich hoffe, das ist so witzig, in Klammern, wie es hier auch, ne, aussieht.
Dann habe ich mir noch das Spiel rausgesucht. Das sieht mir eher aus wie so ein Dating-Sim-Spiel oder so ein, ja, ne, so in die Art. Und dann hier noch ein Sleepless Night, was eher wahrscheinlich so in die Richtung Mythic Horror geht. Irgendwie so, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe die drei Spiele hier, also das ist ein Zweiteiler. Ich habe die zwar alle schon gedownloadet und auch schon einpackt und schon vorbereitet, aber ich habe die Spiele selber noch nicht gespielt. Das wird also komplett blind. Genau. Das werden wir dann quasi die nächsten Wochen mal machen. Ich weiß aber nicht, ob das bereits nächste Woche der Fall ist, weil, wie gesagt, für die, die es noch nicht wissen, ich bin mittlerweile in Arbeit, na, Vollzeitjob, 14 Stunden am Tag außer Haus, mindestens. Und dementsprechend muss ich ja gucken, wie es mit der Zeit passt. Ne? Wenn ich dazu Zeit habe und Lust habe, ja. Ansonsten kann es doch mal sein, dass mal eine Woche keine Folgen kommen oder ein bisschen später die Folgen kommen oder wie auch immer. Auf jeden Fall, wenn wieder Folgen kommen, werden wir wahrscheinlich das Spiel hier spielen. Und dann irgendwann mal dann auch wieder weitermachen. Wie gesagt, das Tutorial ist dann jetzt fertig. Das heißt, wir werden dann selber ein Spiel erstellen. Das nur soweit schon mal als Aussicht für die nächsten Folgen, die dann vielleicht irgendwann mal in 3 Jahren kommen. Oder so. Keine Ahnung. ja. Weg damit. Gutchen, dann sollte das auch damit erstmal gewesen sein. Fragen gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, das soll es denn soweit sein. Bis dann.